Meine lieben Mittelalterfreunde, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Runde Medieval Dynasty. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Wir haben in einem ziemlichen Endspurt, haben wir in der letzten Folge die Materialien zusammengetragen. Es hat also funktioniert. Ich bin sehr glücklich darüber. War zwar ein bisschen anstrengend und stressig, aber wir hatten Glück. So, hier hat jemand eine Quest für uns, ne? Meda. Okay, was will er? Ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mehr mit mir reden. Vielleicht könnte ich mit ihr sprechen und sie überzeugen, dir zu vergeben? Du würdest das für einen Fremden tun? Ich danke dir vielmals. Bin gleich wieder da, hier. Sprich mit Leopolda. Na klar, hier, Maddy, Beziehungsratgeber. Ja, mach mal hier eine Paartherapie, überhaupt gar kein Problem. So, Leopolda, wo bist du? Hallo, schöne Frau. Das sollten wir eventuell nicht sagen. Ich denke, du solltest dich mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich. Natürlich. Also, was willst du wirklich? Und er schickt einen Fremden zu mir, anstatt selbst hierher zu kommen. Er ist so faul. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann er das letzte Mal Obstkuchen für mich gebacken hat. Früher hat er ihn einmal in der Woche gemacht. Nun kommt er von der Arbeit und legt sich direkt ins Bett. Ich denke, ich sollte gehen. Sprich mit mir da, okay? Ja, ich wollte jetzt eigentlich gleich erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen, damit unsere Produktion wieder läuft. Aber wir gehen nochmal eben schnell zu Meda, sagen ihm Bescheid, dass sie Kuchen will anscheinend. Und dann schauen wir mal. Hier, jede Menge Beeren. Wo ist der denn hingelaufen? Alter. Meda, du alter Halunke. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zu dir zurückzukommen. Sie sagte, dass du faul geworden bist. Irgendwas von Obstkuchen und dass sie wütend ist, dass du einen Fremden schickst, anstatt selbst mit mir zu reden. Warte, du erwähnst Obstkuchen? Das ist es. Ich bin sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir noch eine Chance geben. Fremder, ich bitte dich nur ungern noch einmal um Hilfe. Aber ich brauche noch ein paar Zutaten für das Rezept. Könntest du sie für mich besorgen? Die meisten habe ich schon, aber ich brauche nur noch ein paar mehr. Einverstanden. Ich komme so schnell wie möglich zurück. Er will Beeren. Ha! Meda, da bist du bei mir genau richtig. Glaube ich zumindest. Haben wir noch Beeren? Johanniskraut, irgendwo waren hier Beeren. Jo. Einmal im Busch gegriffen. So, was tut man nicht alles für seine Dorfbewohner? Hier ist alles, worum du gebeten hast. Und? Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt. Oh, danke schön. Und ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Ich helfe gern. Warte auf den nächsten Tag. Das heißt doch schon wieder nichts Gutes. Schmeckt ihr wahrscheinlich nicht. Sie will einen anderen Kuchen. Irgendwie sowas kommt da doch gleich. So. So, aber jetzt Schluss mit dem ganzen Kram. Wir müssen uns hier um die Gemeinschaft kümmern. Ich habe beim letzten Mal die Dings verstellt. Also Holzproduktion. Das stelle ich jetzt wieder um. Denn das muss wieder vernünftig laufen. Ich hatte ja den einen nur für Brennholz hier gemacht. Also ihn. Den Kollegen hier. Das werde ich jetzt auch so wieder einstellen. Holzstämme brauchen wir erstmal nicht. Das heißt, das geht erstmal zurück. So, machen wir wieder auf 0 und dann gehen wir voll in Brennholz rein und der andere macht den Rest dann. So. Da müssen wir wahrscheinlich auch gleich jede Menge Werkzeuge wieder herstellen. Zack.
So. Bei dem Kollegen hier, das weiß ich noch, da hatten wir Holzstämme, hatten wir nicht so viele, da waren wir glaube ich bei 50%, so circa. Das machen wir auch wieder. Stöcker brauchen wir so oder so für Werkzeuggedöns. Da machen wir mal 20. Brennholz bin ich mir nicht sicher. Machen wir... Nee, lassen wir erstmal weg. Wir gehen ein bisschen mehr in die Bretter rein, ne? So, haben wir noch 10% übrig. Machen wir da nochmal 5. Stöcker nochmal 5. So. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Dann wollen wir mal eben im Inventar schauen. Ja, die Beeren, die sind genießbar. Das ist tatsächlich sehr schön. Können wir uns ein bisschen satt machen. Werden nachher auch nochmal ein paar sammeln. Und die dann hier bei uns in... Oder machen wir das jetzt? Weil die sind schon hungrig, ne? Ja, komm, wir machen mal eben ein bisschen Bären-Action. Damit die was zu futtern haben. Und dann machen wir die Gebäude wieder fit. Landwirtschaft müsste ich gleich... Oh, hier. Guck mal, sie ist schon dabei. Das ist gut. Kohle ist fertig. Das ist toll. So, komm her, Bären. Jede Menge Bären. Die nehmen wir alle mit. So. Ich könnte wetten, dass wir Messer brauchen. Da werden wir uns auch gleich drum kümmern. So. Ich nehme mal so um die 100 Bärchen wieder mit. Dann sind die erstmal versorgt, bis dann wieder Fleisch nachkommt. So, passt schon. Steine nehmen wir auch mit. Wo wir schon mal hier sind. Zack. Damit unsere Jägerin gleich wieder voll loslegen können. Ah, hier sind auch noch Bären. Komm her. Kostet nichts extra, wo wir schon mal hier sind. Nehmen wir ordentlich was mit. So. Sehr gut. Jawollo. Handarbeit, da. Steinmesser, mehr herstellen. Machen wir gleich 2 Stück. Wunderbar. Haben wir schon mal 1 fertig. Klöder, Klöder, Klöder. Die schmeiße ich jetzt bei den Jägerinnen erstmal rein. In der Hoffnung, dass sie dann... Ja, guck mal, die stehen hier rum, die haben keine Messer. Garantiert. Erstmal 2. Rest kommt später. Erstmal sollt ihr arbeiten. So, haben wir das Problem schon mal gelöst. Und dann gucke ich mir mal eben in der Verwaltung an, was noch so ansteht. Häuser. Häuser sind kaputt, ne? Jo. Alles klar. Bauhammer. Reparatur. Machen wir. Überhaupt gar kein Problem. So. Guck mal hier, da. Oh. Huch. Zack. Okay, da brauchen wir Stroh. Holen wir gleich. Ja, da brauchen wir jede Menge Stroh. Zack. Nehmen wir raus. Und wir reparieren.
Jawohl. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Gehen wir direkt weiter zum nächsten Haus. Huch. So, Dach ist wieder heile. Das ist auch wieder heile. Sieht gut aus. Weiter geht's. Melly, der Hausmeister, quasi. Hier müssen Stöcker rein. Andere Seite auch. Zack. Gut. Da unten ist noch was kaputt. Ja, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, was er macht, aber er ist fleißig. Das ist auch schön. So, hier Nahrungsmittellager. Da müssen wir auch nochmal ran. Okay, wir haben keine Stöcker. Zack. Zack. Werkstattfundament. Hm. Jawollo. Muss mal ein paar einsammeln hier. So. Eine Stolpergefahr auch weniger dann. Ne? Wir wollen ja nicht, dass sich hier unsere fleißigen Arbeiter verletzen. Ja. So, dann einmal hier. Näherei. Sehr schön. So, wie sieht das hier eigentlich aus? Ungedüngt. Okay. Ich weiß immer nicht, ob ich hier jetzt Dünger raufmachen muss oder nicht. Könnt ihr mir ja vielleicht mal sagen. Feld 5. Was ist das hier neben? Okay, das ist Weizen. Muss man gleich mal gucken. Was? Ah, hier, Möhrchen. Da ist sie aber schon bei. Das ist gut. So. Irgendwo noch was kaputt. Da oben, ja. Da müssen wir nochmal ran. Jawohl. So, Verwaltung. Ein Haus ist noch kaputt. Das von Osmund und Filiberta. Okay, da muss ich jetzt leider nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wo die beiden wohnen. Aber wir werden es herausfinden. Da. Zack. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben alle Häuser, ne? Ja. Perfekt, perfekt. So, Kräuterhütte. Wie sieht's denn hier aus? Der hat kein Material. Okay. Da gehen wir gleich als nächstes hin. Der ist ja hier vorne. Der hat kein Material, weil wir für die Jahreszeit nichts eingestellt haben, ne? Na doch, er ist unterwegs, so wie es aussieht. Hier, Speisemorchel kann weg. Ausdauertrank hat da kein Material. Da, Heiltrank macht er gerade. Das ist gut. Beeren kann er sammeln. Ja, 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 ja. Sehr schön. Distel. Aber er kann schon sehr viel sammeln eigentlich, ne? Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Okay, was haben wir noch? Landwirtschaft.
Scheune. Er hat kein Material. Okay, das ist klar. Produktion. Schmiede. Er hat kein Material. Okay, das ist auch klar. Werkstatt, Lager. Nahrungsmittellager. Das ist beschädigt, was? Wo ist es denn beschädigt? Moment. Habe ich irgendwas verpasst? Ach ja. Nicht genügend Rohstoffe, ja. Alles klar. Schon gesehen. So. Okay. Okay. Dann würde ich ganz gerne einmal beim Schmied was gucken. Dass der eventuell ein paar mehr Werkzeuge macht. Ja, er hat kein Material. Das dauert wohl noch ein paar Minütchen, bis er Material hat. Hallo? So. Steinaxt. Steinmesser ist in Arbeit, das ist gut. Und für Steinaxt braucht er Stöcker. Okay. Ich muss bei Stöckern ein bisschen mehr investieren. Alles klar. Das kriegen wir aber hin. Der macht nur Brennholz. Der macht Holzstämme. Ja gut, dann gehen wir bei Holzstamm ein bisschen runter. Machen wir mal so. Und den Rest hauen wir in Stöcker rein. So. Dann lassen wir das erstmal so. Sehr schön. So, was ist noch? Was liegt noch an? Schmiede, Werkstatt, Lager. Das läuft alles. Scheune. Scheunknecht. Verarbeitet Ernte. Ja, okay. Die hat kein Material. Und sie ist schwanger. Das ist nicht geil. Gut, müssen wir gucken, dass wir eventuell Ersatz besorgen. Huch. So. Aber wir warten erstmal, dass hier so ein bisschen wieder Ordnung reinkommt. So, gebratenes Fleisch, gebratenes Fischfilet ist in Arbeit. Kohlsuppe können wir, glaube ich, auch wieder machen. Okay, wir brauchen Holzschalen. Holzschalen kriegen wir hin. So, die müssen wir halt nur Kohle und Fleisch. Ja. Müssen wir halt wieder einstellen beim Tischler. So, warte mal. Holzschale ist pausiert, okay. Habe ich mir fast gedacht. Machen wir halt ein paar mehr. Machen wir auch Holzteller dazu. So, hölzerne Fiole, gehen wir ein bisschen runter. Holzteller, machen wir noch ein paar Becher. So, dann läuft das. Sehr gut. So, Waschzube, ein Bad nehmen. Muss auch mal sein. Jawohl. Sehr gut. So, habe ich eigentlich... Dings dabei? Mal eben gucken. Einfaches Säckchen. Plantage, Feld. Dünger habe ich nicht. Okay. Mal eben kurz gucken.
Vielleicht kann ich der Dame ein bisschen unter die Arme greifen. Die ist ja alleine und schwanger. Das ist halt auch nicht so geil. Ein paar Stöcker nehmen wir auch mit. So. Mal sehen, haben wir schon Dünger? Nee, sieht nicht so aus, ne? Das ist doof. Das ist doof, das ist doof. Ja gut, dann kann ich da jetzt noch nichts machen. Wir brauchen Verdorbenes. Und davon ganz viel. Ja gut, nützt nichts. Müssen wir erstmal abwarten. Gut. Gut, 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 gut. Dann haben wir noch eine Quest. Ich weiß das gar nicht mehr. Tagebuch. Ne, wir haben nur die Familienstreit-Quest. Gut, dann gucken wir mal eben in der Technologie ein bisschen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben zwar nicht viel, aber vielleicht können wir noch irgendwas herstellen. Was Kleines? Brettergatter? Ne. Holzschuppen. Hölzerne Bank. Oh ja. Palisade. Laterne ist auch mega. Bauhütte. Materiallager. Ne. Was haben wir hier? Gift. Ne. Irgendwas Kleines würde ich gerne herstellen. Irgendwas was Cooles. Fischerhütte. Feldschuppen. Tierfutter. Schweinestall. Okay, haben wir alles noch nicht. Holzlöffel. Holzlöffel ist cool. Haferbrei. Oh, warte mal. Mal gucken. Haferkorn, Roggenbrei, Roggenkorn. Okay. Holzbolzen. Näherei Säckchen, Leingewebe. Ja, Werkstatt ist schon wieder alles ziemlich teuer. Näherei, Küche, können wir alles noch nicht. Ja, pass auf, dann kriegen unsere... Na, wo war's? Jetzt finde ich sie wieder nicht. Werkstatt, da. Dekorationsgegenstand. Kann mit Gewinn verkauft werden. Ja, wir machen Holzlöffel. So. Warum auch nicht? Gut. Ich werde jetzt noch ein paar Bärchen sammeln. Und die ins Nahrungsmittellager packen. So. Zack. So, guck mal, hier haben wir die Büsche schön abgeerntet. Okay, hier, das läuft alles. Geh nochmal an den Komposter ran. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen Dünger drin. Das wäre natürlich mega. Beziehungsweise Verdorbenes. Ja, wir haben Verdorbenes. Geil. Huhu. Jede Menge Verdorbenes. Gut, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Dünger. Wobei, eigentlich müsste er das ja machen. Ne? Aber ich kann es auch selber machen. So. Geht ja zum Glück schnell. Mega. Guck mal, 21 haben wir schon. ...39 und 40. Jawohl. Dankeschön, dankeschön.
probiere das jetzt aus. Was passiert, wenn ich da jetzt den Dünger raufschmeiße? Hier war's, ne? Ja. Feld. Dünger. Ungedüngt. Okay. Jetzt steht da aber, erfordert Hacke, ne? Das verstehe ich immer nicht. Wenn ich das hacke, dann ist doch alles wieder weg. Oder nicht? Okay, ich mach das jetzt einfach. Ich pack das hier drauf. Wir werden sehen. Ungepflügt. Oder ist das jetzt schon abgeerntet? Kann das sein? Hier liegt auch schon Dünger drauf. Ach, guck mal. Sie macht das. Ah, okay, okay, okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Gut macht sie das. Sehr schön. Dann hat das ja funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen erleichtert. Gut, die Beeren hau ich da jetzt erstmal nicht rein. Das ist mir noch zu gefährlich. Ich pack die Beeren jetzt bei uns hier in Dings rein. Damit die was zu futtern haben. So, guck mal, gebratenes Fleisch ist auch schon alles da. Das ist gut. Alles klar. So, was haben wir noch? Brunnen. Oh, was ist da los? Kein Material. Das heißt, wir brauchen Eimer oder was? Kräuterhütte. Okay. Jagd. Jagdhütte. Kein Werkzeug. Ernsthaft. Okay. Ich habe euch doch erst Werkzeug gebracht. Was ist denn los mit euch? Die waren wahrscheinlich so euphorisch. Haben sie gedacht, okay, geil. Wir haben wieder Werkzeug. Sind sie los und haben erstmal ohne Pause durchgearbeitet. Und jetzt sind die Werkzeuge kaputt. Aber ist okay. Lieber so als andersrum, ne? Ich habe hier vorne noch in der Kiste Steine drin, ne? Hole ich jetzt. So, 23 Kilo. Steinmesser. Huch. Ich wollte eigentlich ein paar mehr herstellen. So. So, dann legen wir uns gleich hin und dann warten wir mal, wie sich das hier mit dem Familienstreit entwickelt. Ich bin ja ein bisschen neugierig, ne? Muss ich ehrlich sagen. Rempelt der mich hier an, ne? Das gibt's ja wohl nicht. So, hier. Bitteschön. Drei Stück drin. Jawohl. Perfekt. So. Guck mal, die Bäume sind auch schon teilweise wieder nachgewachsen, oder? Oder täuscht das? Kann das gerade nicht einschätzen. Na, okay, doch nicht. Ja. Okay. Schlafen bis zum nächsten Tag geht nicht. Okay. Kessel. Okay. Gut, machen wir noch ein bisschen
Bisschen Erkundung. Bis wir dann schlafen können, ist gar kein Problem. Moment, ich wollte mal eben was gucken. Wir müssten ja jetzt rein theoretisch Leinsamen haben, oder? Die kann man ja gut verkaufen, soweit ihr mir das erklärt habt. Lass mich mal eben gucken. Jo, 31 Stück. Sehr gut. Im Frühling, ja. Wir sind jetzt im Sommer, ne? Okay, aber wir haben welche. Das ist sehr schön. Da freue ich mich doch. So, ich werde jetzt einen Schluck trinken und dann werde ich mal. Huch. Dann werde ich mal ein bisschen spazieren gehen. Einfach nur, um mal zu gucken, ob da schon wieder neue Sachen irgendwo sind, die wir looten können. Ach, Bären. Wer hätte es gedacht? Nehme ich mit. Sehr schön. Hier vorne müsste gleich wieder so ein Karren kommen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Aber liegt nichts rum, schade. Ist noch nicht so weit. Schade, schade. Oh, hier Bilsenkraut. Schade, schade, schade. Na gut, macht nichts. Gehen wir wieder zurück. Machen wir unser Inventar einmal leer. Nehmen noch ein paar Sachen mit, damit wir nicht umsonst gelaufen sind. So. Und dann hauen wir uns gleich aufs Ohr. Oh, noch ein paar Beeren. Jawohl. Wunderbar. Aber ich glaube, wir können dann auch gleich schlafen. Weizen. Ungedüngt. Oh. Moment. Da haben wir nicht richtig gearbeitet. Ungepflügt. Ungepflügt. Ja, okay, sie hat Feierabend gemacht, ne? Hat keinen Bock mehr. Alles klar. So. So, einmal leer machen bitte. Bilsenkraut geht ins Materiallager, alles klar. Dünger, Materiallager. Gänseblümchen gehen da auch rüber.
Johanniskraut, Löwenzahn, Steine, Stock, Stroh. Guck mal, ich habe sogar noch Verdorbenes in der Tasche. Das geht ins Nahrungsmittellager. Ja, nee, ist klar. So. Haben wir uns die Taschen wieder leer gemacht, das ist gut. Und dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Bis zum nächsten Tag schlafen. Sprich mit Medar. Alles klar, das machen wir. Wenn ich ihn finde. Da hinten läuft er. Hab ihn schon gesehen. Hallo mein Freund, wie geht es dir? Ich wollte dir nochmals dafür danken, dass du meine Ehe gerettet hast. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas von dem Obstkuchen gemacht, bei dessen Zubereitung du mir geholfen hast. Oh, danke, gar kein Problem. Ich freue mich, dass ihr wieder zusammen seid. Passt auf euch auf. Yay! Obstkuchen. Lecker, lecker, lecker. Habe ich gern gemacht. Siehst du, Freunde, wir waren erfolgreich. Ne? Dr. Maddie hat die Familie wieder zusammengeführt. machen wir mal Feuer an. So. Ich würde sagen, wir waren fleißig. Und wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Chillen uns hier am Lagerfeuer hin, trinken erstmal einen schönen Kaffee. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit mehr Medieval Dynasty. Meine lieben Freunde, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber spielen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. In diesem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.